Maßnahmen nicht in Angriff genommen werden. Denken wir nur mal an die marode Bahn oder an den fehlenden Wohnungsbau, wird immer weiter eben Geld, Milliarden ausgegeben werden, um die Ukraine zu zerstören und dazu mit dem Ergebnis, dass viele Menschen ihr Leben verlieren. Das ist ja der helle Wahnsinn, der jeden Tag zu greifen ist. Nochmal die Frage von vorhin, die Brandmauer zur AfD, macht das BSW mit, oder? Mit den anderen Parteien? Es gibt eben einfach keine Überschneidung. Auf diesen Punkt muss man zurückführen. Denken Sie dran, ich nehme jetzt mal Frau Weidel als Das heißt Brandmauer, da könnte man jetzt, brauche ich mal gar nicht so lavieren, da könnte man sagen, wenn die AfD einen vernünftigen Antrag in den Bundestag einbringt, dann stimmen wir da halt zu. Keine Ahnung, wenn sie sagt, wir wollen Volksabstimmung auf Bundesebene, dann selbstverständlich zu. Wenn die AfD sagt, wir wollen Mindestlohn noch weiter absenken oder abschaffen oder so, dann stimmt man da natürlich dagegen. Ganz einfach. Und Koalitionen, die sind aufgrund, also darauf bezieht sich Lafontaine jetzt wahrscheinlich, die sind aufgrund der geringen inhaltlichen Überschneidungen ausgeschlossen. als Person. Sie ist Mitglied der Hayek-Gesellschaft. Die Hayek-Gesellschaft ist eben eine, also ist es gewesen, ich glaube, vor kurzem ist sie ausgeschieden, wahrscheinlich auch auf Druck von der Hayek-Gesellschaft. Aber ist eine Gesellschaft, die eben den Neoliberalismus als Wirtschaftsphilosophie hat. Und das ist das Gegenteil von dem bei Renten, bei Löhnen, bei Sozialleistungen, was wir wollen. Das geht, passt eben dann nicht zusammen. Also ich weiß nicht, mit den anderen Parteien haben Sie auch nicht so wahnsinnig viele Überschneidungen. Ne? Das Ich mache ist richtig, aber ich will noch einmal darauf hinweisen, dass eben. man konsequent sein muss. Das ist ja eben, wie ich weiß, ein großes Problem. Man hat mir oft die Frage gestellt, ja, du hast jetzt schon die dritte Partei, in der du bist. Wie ist denn das mit deiner Konsequenz? Dann sage ich bin immer in derselben Partei geblieben. Das ist die Sozialdemokratie Willy Brandts. Eckpunkte Friedens- und Entspannungspolitik und auskömmliche Sozialpolitik. Und da haben Sie recht. Keine der Bundestagsparteien, aber eben auch die AfD, nicht vertreten diese Position. Und deshalb muss man eben jetzt darauf setzen, dass eben mit dem Erstarken auch des BSW hier ein Korrekturfaktor in der deutschen Politik kommt, die bisher gefehlt hat. Und insofern bin ich da durchaus zuversichtlich, dass dann, wenn die Wählerinnen und Wähler mitmachen und wenn sie eben die BSW stärken, dass es dann zu einer Veränderung der deutschen Politik kommt. Ich formuliere das bewusst so bescheiden, aber ich kann ja auf 50 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Aber eine Gemeinsamkeit haben Sie vielleicht doch mit der AfD. Die Danke an den Finanzier des Hype-Trains von eben gerade. Was auch immer ein Hype-Train sein mag. Ich möchte auch wieder, sagen wir mal, um die Wirtschaft zu stärken, günstiges Gas aus Russland. Sie würde gerne den Krieg beenden. Sie tritt auch für Verhandlungen mit Putin ein. Also auf dieser Basis. Das ist ja auch eine Selbstverständlichkeit, wenn die AfD Positionen vertritt, die ich für richtig halte. Ich nehme mal die Entspannungspolitik oder in Bezug aus Gas aus Russland. Schon seit Jahrzehnten vertrete ich das. Dann sage ich ja nicht jetzt, oh, das ist falsch. Die AfD vertritt das auch. Ja, aber was natürlich passieren kann, das ist eine Koalition von allen, von links bis rechts, um die AfD draußen zu halten. Joachim Gauck hat schon im Dezember für Sachsen eine Koalition aus SPD, CDU, FDP, Grüne, Linke und Wagenknecht gegen die AfD gefordert. Da stelle ich mir das Regieren einigermaßen schwierig vor. Das ist richtig, das wird ja auch diskutiert, aber es ist doch ein Ziel, das auf den ersten Blick gar nicht nachvollziehbar ist, wenn es heißt, wir wollen die AfD draußen halten. Man muss das immer auf die Sache zurückführen. Ja? Und da muss man eben sagen, dass bestimmte politische Inhalte nicht mitgetragen werden. Ich habe jetzt eine ganze Reihe aufgezählt, ich will sie nicht alle wiederholen. Und insofern ist das ja auch ein Problem eben der im Bundestag vertretenen Parteien, dass sie eben zum Beispiel in der Frage der Wirtschafts- und Sozialpolitik eben nicht realisieren, dass sie eine ähnliche Politik machen wie die AfD und deswegen die Schwierigkeiten kommen. Wir haben diese Schwierigkeiten nicht. Noch eins haben Sie gemeinsam, also BSW und AfD. Sie wurden beide bei der Münchner Sicherheitskonferenz ausgeschlossen. Die AfD wird zum ersten Mal ausgeschlossen unter dem neuen Chef Holsken der Sicherheitskonferenz. Sie als neue Partei auch ausgeschlossen, zusammen auch mit der Werteunion. Wie wird das im BSW diskutiert? Wie sehen Sie das? Das hat eher Heiterkeit ausgelöst, weil wir eben diesen Verein nicht als seriös ansehen. Das ist ja eher ein Club der Rüstungslobbyisten oder so. Da sind wir also nicht so scharf drauf, beteiligt zu werden. Aber was wir bedauern, ist, dass zum Beispiel dort keine Vertreter Russlands sind. Wenn man wirklich Frieden will,
dann muss man eben die andere Seite einladen. Insofern zeigt sich auch hier, dass dort Leute sich versammeln, die mit dem dümmlichen Argument, man wolle den anderen keine Bühne bieten, nicht erkennen, was notwendig ist, um überhaupt Frieden zu finden. Frieden findet man nur, wenn man mit dem Feind in Anführungszeichen ins Gespräch kommt. Das hat also die Geschichte jetzt über Jahrtausende gezeigt. Vielleicht merken das auch irgendwann mal die großen Organisatoren der Sicherheitskonferenz in München. Es geht in Deutschland um viele Themen. Ein paar haben wir jetzt schon abgearbeitet. Aber eins der wichtigsten wird eher weniger erwähnt, die Wirtschaft. Sehr viele große Unternehmen bereiten ihren Abgang vor, bauen im Ausland schon Werke, kündigen die Entlassung von Zigtausenden an, auch in ihrem Stammland, dem eh schon gebeutelten Saarland. Wie würden Sie das stoppen oder wie muss man das jetzt stoppen? Ja, das ist ja ein großes Thema und da gibt es eben zwei Komponenten, die jetzt nicht ausreichend gestärkt werden. Einmal, bei einer Industrienation ist ein Energiepreis eine Schlüsselgröße. Man kann sagen, wenn der Energiepreis wettbewerbsfähig ist, dann hat die Industrienation eine ordentliche Basis. Ist überhaupt nicht der Fall, weil eben und wirklich, da muss man sagen, unsere Regierungen zu dumm sind, unterstützt auch vom Journalismus in großen Teilen, um also simpel zu machen, was zu machen wäre, nämlich billige Energie einzukaufen. Wir leben ja von russischer Energie, das wird immer wieder auch bestritten, aber auf vielen Umwegen kommt sie zu uns nur viel, viel teurer. Also so viel Dummheit muss man erst einmal finden, um sie dann auch ins Werk umzusetzen. Ich verstehe das bis zum heutigen Tag nicht. Das Zweite, jede Industrienation braucht eine solide Infrastruktur. Und wenn man jahrelang die Infrastruktur vernachlässigt hat, dann darf man sich nicht wundern, dass man im Wettbewerb zurückfällt. Und da ist eben das Thema Schuldenbremse ein großes Thema. Ich habe schon in mehreren Diskussionen darauf hingewiesen, dass keine andere größere Industrienationen einen solchen Unsinn beschlossen als Schuldenbremse. Wir sollen zu der alten Regel zurückkehren. Investitionen können über Schulden finanziert werden. Und die zweite Regel ist, wenn die Wirtschaft runtergeht, muss der Staat Gas geben. Das heißt, die Investitionen verstärken. Das wären mal zwei wichtige Maßnahmen, die ich ergreifen würde. Und dann kommt noch die Nachfrageseite. Da habe ich etwas zu Niedriglohnrenten gesagt. Auch die Nachfrageseite darf man nicht aus dem Auge verlieren.